Wenn ich mal groß bin, werd ich Kapitän. Und schipper dann über den Atlantik. Jawohl. Und hier über Österreich Karten angebracht mit dem Ziel der Reise. Vierte. Zum bleiben. Du, ich bleib eh in Österreich. Ich schaute mich immer wieder fragend an. Und was kommt dann? Nächsten Kapitel, was kommt dann? So, ich bin heute im Würzle unterwegs, in der Steiermark. Genauer gesagt da in Stanz. Und jetzt habe ich gerade ein Schild gesehen, Tierpräparator. Ah, da ist eh schon ein zweites. Achtung, aus der Bahn. Servus, grüß dich. Bist du der David Elmeier? Nein. Ist der daheim? Der Buch, ja, der ist eh drin. Ah, aber ich hab gelesen, Tierpräparator. Ist er, ja. Das hört sich spannend an. Ja. Ich pack da wohl auf der Seite, ja, oder? Ja. Ja, Alter, da liegt der Dachs. Ja, den haben sie heute gebracht. Ah. Und haben sie den geschossen oder zusammengefahren? Keine Ahnung. Servus. Hallo. Bist du der David? Ja. Servus, Michael Reisecker. Hallo. Du, ich wollte dich fragen, ich bin Dokumentarfilmer. Weiß nicht, ob du kennst, Reiseckers Reisen. Ja, sag mal was. Ich fahre kreuz und quer durch Österreich auf der Suche nach spannenden Menschen, ja. Lebensgeschichten. Okay. Jetzt habe ich drüben die Tafel gesehen, Tierpräparator. Ja. Bist es du? Bin ich, ja, genau. Wie rechnet mit einem alten Mann mit Hut, Tierpräparator? Nein, leider. Nein, das ist, ja, bin eigentlich 23 Jahre, also gar nicht so alt. Voll jung, ne? Jetzt habe ich den Dachs gesehen. Ja, der ist gerade reingekommen, also. Beziehungsweise, den habe ich gerade angenommen. Der ist mit dem Pickup gekommen, ja. Ah. Und der hat den einfach rausgehauen und hat gesagt, sie möchte den präparieren lassen. Dann haben wir uns das ausgemacht. Aber ist der verunfallt oder ist der erschossen? Das ist ein Unfallopfer, ja. Der ist, also aber die Kundschaft ist ein Jager, ja. Ja. Also er hat uns selber zusammengeführt eigentlich. Oi. Und deswegen Oi. Hat er den mitgenommen, weil er so groß ist und den möchte jetzt präparieren lassen. Aber bist du selber Jager? Bin ich auch, ja. Schon, oder? Genau. Weil das muss irgendwie schon eine Verbindung. Ja. Da ist die Kamera. Gut. Da ist das Mikrofon. Und so bin ich unterwegs. Passt schon. Gut. Ja. Boah. Genau. Geh leck. Das hast alles du gemacht. So ist es, genau. Das schaut aus wie echt, ne? Ja, danke. Fuck, so alles. Das ist der Sinn der Sache. Und das sind Latterfix? Das ist jetzt einer von der Kundschaft, da sieht man ganz genau. Die Kundschaften sind meistens nicht so geübt beim Abholen. Und okay. Und noch an dem die Lunden an. Die Lunden ist was? Die Spitzen? Die grundsätzlich, der Schwanz einfach, ne? Ist die Lunte. Ich finde es ein bisschen spooky, wenn man nicht die Argus oder keinen Bezug hat, dann denken wir, sowas hängt nur im Wohnzimmer. Ja, Wohnzimmer eigentlich eher weniger, weißt? Das sind meistens so Treppenhäuser, wo auch an der Jagd seine ganzen Trophäen aufhängt und das Ganze nicht. Aber es hat schon eine Trophäenfunktion, ne? Genau, es ist, heißt ja Jagdtrophäen, ne? Was ist das, ein Hermelin? Das ist ein Hermelin, ja. Das ist halt leicht, also das hat rote Leds drinnen. Ist das für ein Gabalewe, der hat so einen Stock über? Nein, ja, na fast, für eine Berchtengeschichte ist das. Okay. Und sie leichten. Na bitte. Und genau. Die Werkstatt hast du auch alles da, oder? Genau, das ist da drinnen. Also, das ist nicht ganz ein Zusammenkram. Ja, wild! Also, das ist jetzt quasi halb fertig. Ne? Ah. Also, es ist so, man hat da mehrere Arbeitsschritte, also wie der Dachs draußen. Ja. Der wird, da wird die Haut angezogen, dann wird es gegerbt. Und das ist jetzt schon der nächste Arbeitsschritt. Ne? Ist jetzt zwar Murmel, aber grundsätzlich passiert damit dem Dachs das Gleiche. Es wird angezogen und gegerbt. Genau. Und dann kommt es wieder auf. Dann kommt es wieder auf eine künstliche Form drauf. Also alles, was stinkt, tut man weg und das setzt man eben durch sowas. Also ein Modell? Ist, genau, ist ein Modell, ja. Ist ein Schaum. Und das machst du aber auch, du? Zum Teil mache ich es selber und zum Teil bestelle ich es, ja. Okay, also Mischung. Weil's, genau. Das ist jetzt ganz normal bestellt und dann wird das wahrscheinlich umgebaut, von der Größe und von der Seite her. Es ist ja kein Viech immer gleich wie das andere, ja. Das heißt, ich muss von der Größe her aufpassen, von der Seite, wie es der Kunde haben will, muss ich es aufpassen. Und das ist eben meine Arbeit. Also an dem kannst du einmal dumm schnürzen und... Genau, das ist ganz leicht zum Formen, weil das ist natürlich mit einem Messer sogar zum Bearbeiten und so weiter. Ja. Also das ist, geht ganz gut. Das ist jetzt ein Eichkatzel. Schau, das ist nur mit die reine Haut. Das ist schon gegerbt, ja. Oh. Da ist jetzt ein Haxel. Na wild. Und so schaut das aus. Es wird wie ein Ding umdreht, wie ein Pullover. Kann man ja, aber grausen darf davon sowas nicht, ne? Dann hättest du einen falschen Job. So ist es, genau. Aber es ist ja schon sauber. Also es ist ja schon gegerbt, ne? Also von dem her... Und gerben... Was ist dieser Prozess, oder? Ist das chemisch? Genau, also grundsätzlich ein Eichkerzel wird, das tue ich einfach in Spiritus rein,
Aha. Den hochprozentigen. Ja. Da hast du ja in 14 Tagen, 3 Wochen drinnen, ja, wie der Zukunft wieder. Ne? Ach, schon so lange, ja. Dann ist das fertig. Ne? Aber wie wird man Tierpräparator? Das ist ein Lehrberuf. Na wirklich? Das ist ein Lehrberuf, ja. Ah. Ich habe das in Wien gelernt, bei der Firma Reit. Und bin nachher mit der Lehre fertig geworden. Okay. Habe ich mich selbstständig gemacht, ja. Wie ist das mit der Frau und mit Freunden? Ist das abschreckend, so tote Tiere irgendwie nein, präparieren? Nein, die hilft mir sogar. Na wirklich? Das ist kein Problem, ja. Nein, die mag das auch gerne. Na geil. Das ist kein Problem. Ich habe selber heuer die Jagerprüfung gemacht. Okay. Also es ist von denen in den Ganzen. Na bitte. Ja. Hey, vielen Dank für den Einblick. Ja, bitte. Alles klar. Tschüss. Servus. So, mittlerweile bin ich in Neuberg an der Mürz und da habe ich von der Caro erfahren. Und jetzt schauen wir mal, was die so macht. Ah, ich glaube, das schaut gut aus. Gegenüber von der Hütte. Ja, das müsste sein. Servus. Hast du eine gescheite Bande? Bitte? Du hast eine gescheite Bande. Servus, Michi Reisiger. Hallo. Ich war auf der Suche nach dir. Mir? Ja. Aha, hallo. Voll geil. Voll lieb. Es ist Ruhe. Die folgen aber. Nein. Was ist das für Rass? Also die zwei Alten mit den Haaren, das sind Australian Shepherds. Und die mit den die Schwarzen, das sind Border Collies. Wir haben sie im Ort erzählt, du tust Schafzüchten. Ja. Können wir die mal anschauen? Wir können zu der einen Herde zu Fuß raufgehen. Okay, super. Dann bringe ich die Hunde ins Haus und nehme noch einen mit. Okay. Und kannst du vom Schafzüchten leben? Ja, mehr schlecht als recht, aber ja. Okay. Es ist nicht besonders ertragreich. Ja. Weil, wie bei allem, als Produzent bist du einfach am Ende von der Verdienstliste. Also du verdienst am wenigsten. Okay. Hunde hier! Sky Kid! Aber es ist Idealismus, sagen wir so. Cool. Wenn man Fleisch isst, ist es ja auch völlig legitim. Aber ich finde wichtig ist, wie es gehalten wird, weil es ist eben nicht nur Fleisch, sondern es ist ein Lebewesen. Ah ja. Aber ich finde generell, die Gesellschaft ist völlig überfressen an Fleisch. Du hast sicher was dran, ja. Und Caro, woher kommst du ursprünglich? Wo bist du eigentlich geboren? Aus Wien. Okay. Übrigens. Ich war in Wien eigentlich nie wirklich in dem Sinn. Ja. Jedenfalls bin ich jetzt hier und fühle mich sehr wohl. Ja, cool. Die Menschen sind entgegen vieler Vorurteile von engen Tälern ja. Sehr nett und tolerant. Vielleicht offener wie in engen Gassen. Manchmal, ja. Ja, voll schön. Aber dafür bist du voll weg vom Schuss, oder? Aber durch die Hunde gibt es dann wieder eine Szene. Ach, schon. Ja, und ich fahre dann in ganz Europa herum und nehme an Wettbewerben teil mit den Hunden. Ach so. Und dadurch kommt man dann auch herum und trifft Leute. Aha, Wettbewerbe. Okay. Ach so, und das machst du bei den Wettbewerben, oder wie? Vorwärts. Langsamer. Da sind sie, die Schafe. Das war Stopp jetzt. Das war Stopp. Links rum. Na bitte. Aber wer reagiert jetzt auf die Pfeife? Der Hund und die Schafe? Die Schafe wissen das nicht. Die Schafe machen, was der Hund ihnen sagt. Und der Hund instinktiv treibt einem die Tiere zu. Das ist sein Grundinstinkt. Als, okay. als Wolfsabkömmling ja. möchte er die Beute zu seinem Rudel bringen. Na bitte, ins Rudel bist du. Das Rudel bin in dem Fall ich. Und das ist sein Grundinstinkt. Und daraus formt man eben, dass der Hund nach rechts um die Herde läuft, nach links um die Herde läuft, stoppt. Kate, lie down. Die wollen jetzt wieder weg. Und der Hund schaut immer, Kate, lie down, dass er sie zu mir hält. Das lie down ist? Ja, stopp. Ja. Heißt, leg dich hin. Ja. Es sind britische Hünenhunde und deswegen sind die meisten Kommandos auch auf britisch. Die sofern es auf Englisch. Genau. Das ist lie down für Stopp, come by the clock, laufen Uhrzeigersinn, away to me oder away to the clock, gegen den Uhrzeigersinn und walk on. Okay, komm her. Na bitte, cool. Ja. Das heißt, die ist aber dann auch voll motiviert. Ja, das ist ihr Leben. Wie oft musst du das trainieren? Weil es schaut so leicht aus, ne? Wenn man einen Hund mit guter Herkunft hat, ist es auch leicht. Also das macht schon die Zucht.
von diesen Hunden, die über Jahrhunderte in Großbritannien eben in den Border Regions zwischen Schottland und England, dort das begonnen. Ja. Die züchten die seit Ewigkeiten und das macht schon die Zucht aus. Ja, also die haben das in den Genen. Das Fluchttier Schaf läuft, weil es eigentlich ein der Feind ist. Das ist eigentlich der Wolf und der Urinstinkt vom Schaf ist wie der Urinstinkt vom Hund noch da und das Schaf sagt Flucht. Flucht. Ja. Deswegen funktioniert das Prinzip. Der Hund kommt, ich meine, das sind 60 Schaf, die machen den kleinen Hund platt. Ja. In Wahrheit. Wissen sie aber nicht, weil sie Fluchttiere sind. Okay. Also ein Hund ist. Voll scheiße für die Schafe, ja. Ja. Kid night down. Nein, voll die Liebe wohl. Um viel zum Scheren, ha? Machst du das selber oder hast du schon unterstützt? Ja. Machst du selber noch? Ja, weil. Boah. Aber mit Helfer oder wirklich selber nur so? Nein, ich mache so 10 am Tag. 10 Schafe am Tag? Nicht schlecht. Also Scheren ist jetzt sicher für die nicht lustig. Man legt sie auf den Rücken, man hält sie fest. Das ist die Wiederkäuer, ist vom Magen unangenehm. Suchen sie sich sicher nicht aus, ja? Nein. Aber musst du jeden Tag da sein, oder? Ja. Gibt es nicht einen Sonntag? Nein, gibt es nicht. Es gibt keinen Feiertag und keinen Sonntag. Und dass du irgendwann denkst, boah, ich kann es schon nicht mehr sehen, die Schafe? Nein. Cool. Sie sind sehr unkompliziert im Vergleich zu einer Schweinehaltung oder Rinderhaltung. Ja, ja. Sie haben wenig Probleme mit Krankheiten. Dadurch, dass sie sehr draußen sind, sind sie viel robuster. Sie sind da wirklich nicht zu vergleichen. Kenne ich nicht, sag. Nein, sag sehr was. Aber man merkt, die sind voll entspannt. Ja, die kennen mich und die kennen eigentlich ihre Hunde auch da. Eben, man baut eine Beziehung auf, ne? Ja, natürlich. Man kennt sie über Jahre und man lebt ja davon. Also, ja. Ich finde, ich sollte ein Mindestmaß an Respekt gegenüber meinen Mitarbeitern, im Endeffekt arbeiten sie, bringen sie mir das Geld, haben und das verdient auch jedes Lebewesen. Also natürlich schlachte ich sie, aber das heißt nicht, dass ich das Recht habe, sie schlecht zu behandeln bis dahin. Mhm. Hey, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Mach's gut. Weiter. So, nach dem Besuch da bei der Caro in Neuberg, jetzt ist es wieder weiter durchs Mürztal. Ah, der Postler. Sehr gut. Servus. Du, Entschuldigung, eine Frage. Du kennst dich sicher aus da in der Gegend? Ja. Ich bin Dokumentarfilmer. Ich fahre kreuz und quer durch Österreich und filme interessante Menschen. Halt dich da mal ein in der Gegend, was du sagst, der war wegen der Unikum. Originale. In welchem Bereich? Alles. Von bis. Das heißt vom Senner bis zur Künstlerin, Hebamme, alles Mögliche. Trochtenzirkler. Weil der Zirkler Peter ist sicher einer, der in der Region sehr viel macht wird eigentlich. Durch sei es jetzt, dass er Arbeitsplätze drinnen erhaltet und mit der Bekleidung viel macht. Okay. Vor der Kirche links. Dankeschön. Ist gut? Ich suche den Herrn Zirkler. Ja, ist hinten bei der Wurst. Ah, bei der Wurst, danke schön. Also, ihr habt das Geschäft auch dabei, aber noch dieser Trachten ist beides. Beides, ja. Servus. Ja. Bist du der Herr Zirkler? Ja. Servus. Michael Reisecker. Ich fahre kreuz und quer durch Österreich auf der Suche nach interessanten Menschen. Ja. Hättest du ein wenig Zeit oder was? Ja, Zeit habe ich nicht. Denken wir es eh. Aber was sagt sie jetzt? Weil der Postler sagt, die machen so viel. Der einzige Nahversorger, der wirklich noch alles hat in ganz Österreich, der das meiste Sortiment hat. Okay. Wir haben, wir haben Lebensmittel, wir haben Textil, wir haben Treibstoffe, wir haben eine Waschanlage. Warte, magst du mitschauen? Ja, aber wie geht das, dass man sich da noch über Wasser hält gegen die ganzen Konzerne? Ja, man muss selber fest arbeiten. Ja. Man muss selber fest arbeiten und du musst immer Nischen suchen. Beziehungsweise du musst, unsere Philosophie ist so, du musst das Beste vom Besten bieten und das Schönste vom Schönsten. Ja. Da haben wir zum Beispiel handgemacht die Haferl. Die Schuhe, ja. Ah. Und jetzt mal der Nachwuchsgang. Das hat sich jetzt voll im Trend, weil Tracht ist ja voll in ganz Österreich, voll im Trachtenwahnsinn und dann kaufen das sie irgendwo ja um 150 Euro die das ganze. Das ist ja kein Tracht. Ey, was ist das dann? Ne? Tracht, das ist eine Verkleidung, das ist Ganzjahresfasching ist das, aber es hat mit Tracht nichts zu tun. Ja. Eine Tracht ist wirklich das, was ich tagtäglich anziehe, das ist mein Gewand. Siehst du, das ist. Der greift einmal an. Weißt du, lässig. Scheiße. Das ist meine Götterzirkel.
Das tue ich jetzt gerade eintragen. Ja. Und das ist ein Hirschleder. Na, natürlich bitte. Gegerbt. Das ist ein reines Naturprodukt, umweltfreundlich, weil wenn du das nicht mehr brauchst, verraut sie. Das ist wurscht. Außerdem, ein Lederhosen wird vererbt. Wenn es dich interessiert, leben dann wir in einem Bauernhaus, was ich nachgebaut habe, in einem ganz alten, das war 600 Jahre alt, habe ich ganz original wieder nachgebaut. Wenn du willst, das kann ich dir auch zeigen. Ja, voll gern. Fahren wir mit deinem Auto? Können wir mit meinem auch fahren? Ja. Pass auf, fahr du, weil dann sitzt mir im Beifahrersitz. Aber wie viel habt ihr Einwohner da? 550. Ach, so klein? Ja, so klein, aber. Ganz klein, okay. Ja. Da fahren wir jetzt zum Bauernhof. Ja, ja. Den habe ich von meinem Vater gekriegt, der war total verfallen. Das ist mein zweites Hobby, was ich habe. Das da? Das da, ja. Das ist der ganze Hof. Wahnsinn. Da bist du eh voll eingeteilt dann, ne? Geschäft, da. Ja, ist ja ein klasse Hobby. Super, ey, wenn du das taugt. Hobby, wenn das dein Leben ist. Und das ist alles beizt. Nichts beizt. Natur. Ah, alles Natur, das schaut aus wie gestrichen. Da ist keine Preiselfarbe drin und das gibt's nicht. Ist das Kalk? Das ist ein Kalkputz, ja. Das ist ein Waschelputz, wie man früher halt gemacht hat. Ja. Das ist auch coole Kippschalter. Ja, ich habe alles original nachgemacht. Na bitte. Ein Weinkeller. Moskeller. Ja, Gemüse. Also ein gutes Klima, schön kühl. Ja, schön tief, dass die Kälte schön drin bleibt im Keller. Super. Das ist die Kuchel und das ist die Stube. Voll schön. Also da sieht man das Foto vom alten Haus. Das älteste Foto, das dürfte an die 90, 100 Jahre sein. Ja. Das ist der Kachelofen. Der hat, meine Großmutter hat den gleichen gehabt und den habe ich mir nachmachen lassen, komplett gleich. Boah, von der Muster und alles. Alles? Na bitte, voll schön. Ja, gut. Aber bist du zufrieden, das merkt man auch. In deiner Passion mit Geschäft und Haus und ja, Hoppe und. Ich muss auch sagen, ich will auch nicht deswegen auf einen modernen Wohnkomfort verzichten. Ich habe da zum Beispiel Erdwärme drinnen. Ja. Und ich brauche nie Heizen. Für mich ist es ein Genuss, wenn ich in Kachelhofen heiz, nicht? Und nicht, dass du überhaupt warm ist, jetzt mein Herz. Warm ist. Und in zweiter Linie schaue ich, dass ich halt in meiner Zeit, wo ich auf der Welt bin, dass ich halt so wenig Umweltbelastung hinterlasse, was noch geht. Nicht? Das ist aber ein schöner Gedanke. Das ist halt ein bisschen mein Ziel auch, nicht? Ah, ja. Ich habe ja ein Geschäft, die Bettflaschen, lange nicht geführt. Habe ich erst geführt, erst seit 10 Jahren. Okay. Aber da haben sich dann die Wanderer und Leute so beschwert. Jetzt haben wir gesagt, jetzt nehme ich ein paar, nicht? Und dann habe ich mir gedacht, naja, nehme ich halt ein paar. Ja, es ist so schwer, dass du da wärst. Das ist schwierig. Es redet gern jeder von so einer Zeit oder von dem, was gut ist oder was nicht. Aber der Nachbar soll ja mal anfangen und dann fange ich an vielleicht. Das mache ich aber das. Ja. Aber es ist natürlich halt auch eine Erziehungssache, ja, oder Einstellungssache. Wenn ich denke, wie viel die Leute konsumieren oder Geld ausgeben für das, was sie schwer arbeiten müssen, was sie absolut nicht auszahlt, muss ich sagen, das ist eine Katastrophe. Wir sind manipuliert schon vom Kindergarten weg, wenn der Fernseher läuft, der sagt schon, was du zum Anziehen hast, wie du leben sollst. Mhm. Du sollst dir heute das Klumpert kaufen. Und wenn du das gezahlt hast und der Konzern sein Geld hast, so ist das schon heraus, den Mülldeckel reinhauen und wieder was kaufen. Nicht? Hm. Und uns ist es ja wurscht, ob die in China dort was verdienen, ob die draufgehen, ob die Umwelt. Früher haben wir die Sklaven hergeholt, da haben wir das Dilemma gesehen, was die haben. Heute lassen wir es dort, haben wir eine Umwelt zusammen. Es ist ja nichts anderes, es geht nur um den Profit. Hm. Da ist leider was dran. Ja, weiter. Du, ich habe ihn schon überfallen. Ja, schönen Dank. Hab schon gefilmt. Alles fertig. Peter, schönen Dank. Ja, nichts zum Danken, hat mich gefreut. Das schaut nach einem Skatepark aus. Hm, schaut, dass keiner da ist. Okay, da muss ich umdrehen. Ah, da ist wer. Du bist sicher ein Skater, oder? Ja. Geh, warte gleich bitte. Sorry, dass ich das überfall. Gehst du zum Skaterpark, Fiere? Ja. Ja, cool. Ich bin nämlich Dokumentarfilmer. Da ist die Kamera. Ja. Da ist das Mikrofon. Passt. Da ist nur zweites. Okay. Darf ich dich da begleiten? Voll. Das ist ein Longboard? Genau, das ist selber gemacht. Ich kenne nicht noch ein Skateboard von früher.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen so einem Longboard und Skateboard? Das Longboarden ist eigentlich mehr aufs Cruisen aus. Und du Cruisen? Kannst, okay. Du kannst halt viel smoother fahren damit, sag ich mal. Aber wie lange fährst du jetzt schon mit so einem Teil? Skateboard fahre ich eigentlich jetzt, seitdem ich 6 Jahre alt bin. Hey. Und mit dem Longboarden habe ich heuer angefangen. Okay. Ja. Also aber wie alt bist du jetzt? 20. Heuer im Frühjahr haben wir die alten Snowboards einfach recycelt, haben die auseinandergeschnitten, gewisse Form halt draus gemacht und. Selber umgebaut? Genau. Ja, geil. Ausschneiden, designen, probieren. Also es wirkt schon recht gut. Auch nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass es gleich ein Skatepark gibt, den mir jetzt zuschlag. Ja. Ja, da haben wir uns auch ewig lang eigentlich eingesetzt dafür, dass wir den Krieg kommen und. Also war nicht selbstverständlich von der Stadt. Absolut nicht. Irgendwann ist es dann einfach am Arsch gegangen, wenn wir mit 13, 14 Jahren in der Stadt Skateboard gefahren sind, bis um 8 Uhr am Abend, haben sich die Leute die Molle aufgeregt. Und ja, irgendwann sind sie dann zum Entschluss gekommen und gesagt haben, okay, passt, wir bauen euch jetzt einen Skatepark. Cool. Ja. Also man sieht, hartnäckig sind sie jetzt aus. Achso, und zum Cruisen gehst du jetzt weiter in Tau. Ich bin absolut nicht so der Typ, der was sagt, okay, ich sitze jetzt daheim und du Fernsehen oder Computer spielen. Ich muss einfach aussehen. Ich war von klar auf irgendwie schon ein wenig übertraut und muss einfach was tun. Ja, super. Egal jetzt, ob beim Skateboard fahren oder beim Snowboard fahren. Cool, voll die schöne Platzl. 10 Minuten außerhalb von der Stadt. Genau. Wenn es ein bisschen wärmer ist, taugt es recht, wenn du deine hupst. Gerade super Bahn da im Sommer. Ja, auf jeden Fall. Aber wie unterscheidest du es dann, was da lustiger ist, jetzt Skateboard oder Longboard? Beim Skateboard fahren, du kannst viel mehrere Tricks machen. Mit dem Skateboard? Ja, also da ist man viel flexibler. Okay. Du hast einfach deine Obstacles irgendwo in der Stadt, irgendwelche Stirn oder so. Ja. Und ja, du kannst einfach kreativ sein und machen, was du willst. Ja. Und mit dem Longboard, ich meine, jetzt also Stirn holen oder was, ist jetzt schwierig. Okay. Oder dass du das flippst. Ja. Aber so auf dem Flat zum Beispiel ist mutzer Spaß jetzt, wenn du ein paar Flips improvierst oder ein Flip hast. Nein, nicht so ein Backflip, sondern eher solche Sachen. Boah, wie lange übt man, bis man sowas kann? Ich sag einmal zwei, drei Stunden. Okay, dann bist du aber begabt, weil. Ja, ich tue mir nicht so schwer. Okay, das ist dann leicht, weil sonst denke ich mir, dass ich mir nicht mit einem Fuß breche oder ja, umbeginne. Auf das darfst du gar nicht denken eigentlich. Ja, dann ist der falsche Sport, ne? Genau. Dann muss man zum Schachspielen anfangen. Ja, genau. Und du hast den Stellatär gelernt, aber warum das und nicht was anderes? Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Beruf. Ja. Und ja, war halt 14 und dann hat es geheißen, jetzt sollte es dann bald einmal arbeiten anfangen. Okay, also Schule hat sich gar nicht gestellt, die Frage, oder? Nein, für mich irgendwie nicht. Jetzt so im Nachhinein denke ich mir, ja, war das sicher kein Fehler gewesen, wenn ich studieren gegangen war. Okay. Beziehungsweise, wenn ich es halt machen würde. Ne? Ah, ja. Also Sportpädagogik würde mir schon recht zusagen. Aber du warst mit Sport und ja, so, ne? Sicher. Ja, und jetzt war ich eben in Kindberg, Zivildienst. Okay. Einen Monat, bei der Lebenshilfe. Ah. Und mir hat es vom ersten Tag an echt gut gefallen, mit Leuten einfach zusammenarbeiten. Ah, ja. Das hat mir wirklich gut gefallen. Mal schauen, vielleicht wird es in der Zukunft sowas. Was Soziales auch vielleicht, genau, oder wie? Genau, wenn du einfach auf die Leute eingehen kannst, ist schon echt cool. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Danke dir. Was Spannende. Ja, mal schauen. Was auch immer kommt. Mal schauen, was da kommt. Hey, vielen Dank. Danke. Was kommt dann? So, nach dem coolen Spaziergang mit Michael und seinem Longboard geht es jetzt weiter. Irgendwo hin in Österreich. Was steht an? Wie lautet der Titel vom nächsten Kampf?